Steigt Hertha BSC unter Trainer Christian Fiel endlich auf? Die Zielstellung im Vereinsumfeld, die sollte eigentlich klar sein. Man möchte und muss auch irgendwie mittelfristig zurück in die Bundesliga. Am besten schon dieses Jahr. Vereinzelte Stimmen, egal ob Vereinsakteure oder Spieler, haben den Aufstieg klar als Ziel ausgesprochen, auch wenn der Verein als Ganzes dann ein bisschen vorsichtiger war. Blickt man auf den Kader, auf die Finanzen, dann kann das Ziel der Hertha ja eigentlich nur sein, dahin zurückzukehren, wo es eben mehr Geld gibt. Für die Mission Bundesliga ging man allerdings auf der Trainerposition ein Wagnis ein. Zecke Neuendorf holte seinen Kumpel Christian Fehl aus Nürnberg, der auf dem Niveau zweite Bundesliga noch nicht so wirklich großartig gute Arbeitsnachweise geliefert hat. In Nürnberg verantwortete er letzte Saison eine Mannschaft, die im unteren Mittelfeld gefangen war und war so ein bisschen zu dogmatisch, um dort eine Entwicklung hervorzurufen. Schlussendlich kann man sagen, Nürnberg hatte viel Geduld mit Christian Fiel, der sich dann zum erstbesten Wechsel entschied, der für ihn in Frage kam. Trotz der fehlenden Referenzen steht Fiello fußballerisch allerdings für ein spannendes Konzept. Er ist jemand, der eine Mannschaft aktiv und mit viel Ballbesitz sehen möchte. Und das an sich, die reine Idee, die er mitbringt, die kann schon was. Und das macht ihn eben zu einem spannenden, spannenden Trainer. Doch nach 11 Spieltagen sieht es bei der Hertha eher so mittelmäßig aus. Klar, man befindet sich noch im Mittelfeld, doch ist zumindest punktetechnisch aufgrund guter Ergebnisse in den letzten Wochen in Tuchfühlung zur Ligaspitze. Doch eigentlich, blickt man auf den Kader und auf das Anspruchsdenken, sollte noch etwas mehr drin sein. Daher will ich mich mit diesem Video, mit der taktischen Ausrichtung der Hertha, mit den Stärken und Schwächen befassen und anschließend mein Fazit abgeben, ob Christian Fiel der richtige Mann für den Aufstieg ist und wie realistisch das Ganze noch in dieser Spielzeit ist. Was das Ganze so spannend macht, Fiello hat klar umgestellt, wird er einen pragmatischeren Ansatz gegen den Ball und hatte damit eben den nötigen Erfolg. Und genau auf das blicken wir gleich. Bevor wir damit starten, würde ich euch doch bitten, dem Ganzen hier ein Like zu geben, falls es euch gefällt. Gerne könnt ihr auch diesen Kanal hier abonnieren. Ich befinde mich gerade rund um die 4000 Abonnenten. Ein richtig dickes Dankeschön dafür. Aber ey, 75-90%, die diese Videos sehen, abonnieren den Kanal nicht. Und jeder Abo ist eine Hilfe für mich und unterstützt meine Arbeit hier. Schaut gerne auch mal auf YouTube, Spotify und auf jeder anderen Plattform vorbei, denn dort gibt es unseren Zweitliga-Podcast Erste Liebe Zweite Liga und dort quatschen wir jede Woche über den jeweiligen Spieltag der zweiten Bundesliga. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr es natürlich gerne auch auf Social Media teilen, um noch mehr Leute zu erreichen. Aber damit zurück zur Hertha. Und bevor wir auf taktische Dinge blicken, muss ich hier einen Punkt machen, der von größter Bedeutung ist. Und das ist die individuelle Kaderqualität. Hertha verfügt über verhältnismäßig viele Unterschiedsspiele. Ibo Maza, Fabian Riese, wenn er fit ist, oder ein Michael Cuisance. Auch die Qualität abseits davon, mit Spielern wie Kabownik, wie Sessa, auch ein Martin Dardai, Linus Gechter, wenn die in Form sind, ist extrem hoch. In der Truppe, da schlummert viel fußballerisches Potenzial, viel Talent und einfach kluge, kluge Fußballer. Entsprechend kann man die Hertha rein vom Kader zum Aufstiegsfavoritenkreis zählen. Allerdings hatte man zuletzt gerade in der Innenverteidigung sehr große Verletzungsprobleme, die sich weiterhin verschlimmern. Und auch die Arbeit der Sportdirektoren kann man durchaus kritisieren. Einige Neuzugänge haben sich noch nicht so richtig eingelebt, plus man hat auch viel Geld für Spieler gezahlt, die gar keine Rolle mehr spielen. Aber wir wollen uns hier auf taktische Sachen, auf den Fußball fokussieren. Entsprechend stellen wir die Kritik mal hinten an, auch wenn das gleich nochmal so ein bisschen wichtiger wird. Anhand dieser individuellen Qualität kann man super zum Ballbesitzspiel umleiten. Fiello steht ja prinzipiell für eine Idee mit Ball, doch enttäuscht mich mit der Hertha persönlich ziemlich. Denn ich habe das Gefühl, dass die gesamte Idee mit Ball auf diese Spieler zugeschnitten ist. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, wenn du Plug-and-Play-mäßig Spieler reinschmeißen kannst in ein funktionierendes System. Wie es beispielsweise Vereine wie Elversberg oder Heidenheim vormachen. Deren Konzept unabhängig von dem Personal funktioniert, wo du Spieler eben 1:1 austauschen kannst. Bei der Hertha ist das so ein bisschen anders. Man verlässt sich sehr auf die Kreativköpfe im Mittelfeld. Ich sprach ja davon, dass Fiello zuletzt viel verändert hat und konservativer agierte. Entsprechend sieht der Aufbau aus. Prinzipiell positioniert man sich da nur in einem 2-4-4. Um Bewegung in das ganze Spiel zu bekommen, was die ganze Saison schon an der Dynamik so ein bisschen scheiterte, versucht man, die Spieler, die den Ball bekommen sollen, also Maza und Cuisance, immer wieder in Freirollen zu bringen. Dass die sich bewegen können, dass die entgegenkommen und schlussendlich gesucht werden können, damit aus ihren Füßen und ihren Kreativköpfen gefährliche Offensivaktionen entstehen können. Aus dem 2-4-4 kommen sie also entgegen und bieten sich an. Teilweise rotiert man auch so richtig, um eben Freiraum zu schaffen und den Gegner aus der Ordnung zu bringen.
Mit John Joe Kenny hast du dann einen Rechtsverteidiger, der sich auf den Flügel orientiert und Cuisance, der von seiner Flügelposition wieder ins Zentrum ziehen kann und sich als Freigeist dort bewegen kann. Im Allgemeinen versucht die Hertha eben viel im Zentrum zu agieren. Dabei wird hin und her geschoben, bis die richtige Lücke aufgeht, einer dieser Mittelfeldmotoren eingeschaltet werden kann und dann geht es nach vorne. Sucht man den Weg über außen, ist auch von dort die Maxime eigentlich, mit einem Pass zurück ins Zentrum zu kommen. Was mir hier so ein bisschen missfällt und was wieder in Richtung zu viel Statik im Ballbesitzspiel geht, ist, dass man es permanent verpasst, den Ball für den Spieler zu überlaufen. Das ist ein bisschen besser geworden. Du hattest in Phasen gegen Heidenheim immer wieder Situationen, wo eben im Halbraum überlaufen wurde und der Pass in die Tiefe kam, was dann auch zu gefährlichen Aktionen geführt hat. Allerdings geschieht mir das persönlich zu selten. Häufiger habe ich das Gefühl, dass der Ball auf Außen gespielt wird und kein Spieler den Weg in den Halbraum startet. Aber das ist mega wichtig. Hast du dort einen Spieler, der sich im Halbraum tief anbietet, kannst du den Ball durchstecken und kannst besser ins 1 gegen 1 gehen, weil er den Gegner auseinanderzieht und einen Gegenspieler mitnimmt. Und es geht auch hinter ihm wieder Raum auf, da der Verteidiger sich ja erstmal an den Tiefenlauf orientieren muss. Das ist für mich ein wichtiges Konzept im modernen Fußball, was Fiallo manchmal so ein bisschen verschlafen hat mit seiner Truppe. So geht der Ball auch häufiger mal auf Außen und man muss wieder abdrehen und zurückspielen. Auch in puncto XG und kreierten XG gehört die Hertha eher zum unteren Drittel der Liga. Da sind eigentlich nur Vereine wie Ulm oder Regensburg schlechter, was bei der Qualität ja schon sehr, sehr aussagend ist. Es ist in den letzten Wochen besser geworden, aber gerade zum Saisonstart war man sehr harmlos. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr lustig finde und der jetzt wieder Rückbezug auf die Kaderplanung nimmt, ist, dass man offensiv auch viel mit Flanken arbeitet. Die Hertha, die alte Dame, hat die 5 meisten Flanken der Liga geschlagen und sein Abnehmer Nummer 1, Haris Tabakovic, verkauft und keinen Ersatz verpflichtet. Lukas Schuler spielt überraschenderweise keine große Rolle, denn er ist wirklich kein torgefährlicher Stürmer, zeichnet sich eher durch die Teilnahme am Kombinationsspiel und das Pressing aus. Smail Preveljak hat nicht die entsprechenden Chancen bekommen und ein Florian Niederlechner hat auch viel zu wenig gespielt. Und ganz ehrlich, wenn mein Team die 5 meisten Flanken der Liga schlägt und ich komme auf die Idee, 7 Spiele hintereinander Derry Scherhand als Neuner starten zu lassen, dann darf man auch mal hinterfragen, was denn die Idee dahinter ist und ob da irgendwas grundlegend nicht funktioniert. Zu der fehlenden Gefahr über Kopfbälle kommt ja noch hinzu, dass die Hertha so dermaßen schwache Standards hat. Ich würde sagen, das letzte Standardtor der Hertha, das liegt Dekaden zurück und obwohl man dort extra einen Standardtrainer hat, sieht das gerade im Offensivbereich brachial schlecht aus. Die Hertha verfügt ja prinzipiell über sehr gutes Personal. Auch Umschaltmomente kann man immer wieder gut ausspielen. Man hat ja mit Martin Winkler, mit Derry Scheer und einigen anderen sehr viele Spieler, die über viel Tempo und Klasse in diesen Situationen verfügen. Ein bisschen mehr Killerinstinkt vor dem Tor wäre da noch notwendig, aber prinzipiell hat man hier zumindest das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und auch muss man Fiallo bei manchen Dingen natürlich aus der Schusslinie nehmen. Extrem viele Verletzte, ein dünner Kader plus Abgänge von Schlüsselspielern wie Kempf oder Tabakovic ohne entsprechenden Ersatz zu verpflichten. Dass er willig ist, etwas zu verändern, das hat er mehrfach gezeigt. Auch im Spiel gegen Köln passte er sich an die taktischen Probleme an und stellte klar um. Den Aufbau in der zweiten Hälfte spielte man zumeist aus dem 2-3-2-3 und besetzte das Zentrum so ein bisschen höher. Und gegen den Ball versuchte man die Lücken, die es im Zentrum mit dem 4-4-2 gab, durch ein 4-1-4-1 zu kompensieren. Nach der eklatanten Leistung gegen Elversberg und dem 2-2 gegen Schalke stellte man zudem defensiv um. Und das macht sich bezahlt. Man agiert wesentlich konservativer gegen den Ball und das hohe Anlaufen, das Suchen von 1 gegen 1 Duellen, das ist ein bisschen zurückgefahren worden. Ich hatte bei Fiallos Spiel gegen den Ball häufig das Gefühl, dass man sehr strukturlos agierte. Du blickst darauf und es ist schwer zu erkennen, was man eigentlich vorhat. Spieler wurden intensiv angelaufen, die Außenverteidiger pressten immer wieder im Mittelfeld, teilweise bis in den Zehnerraum. Und ja, wenn das überspielt wird, dann hast du massive Probleme, weil auf einmal die Restabsicherung aus 2 Spielern besteht, weil die Außenbahnen aufgehen. Und genau das hat man auch bei der Hertha wieder beobachten können und in Nürnberg im letzten Jahr in noch extremerem Maße. Aktuell wählt man da konservativere Mittel. Die Außenverteidiger bleiben defensiv. Ein Kabovnik, der als inverser Außenverteidiger gerne ins Zentrum gezogen ist, den hat man jetzt auf die 8 gestellt. Ein Deo Cifuic auf links garantiert dir mehr Zweikampfhärte, mehr Speed und einfach ein bisschen mehr Stabilität in deiner eigenen Kette. Und dass man das hohe Anlaufen nicht mehr als grundlegend bezeichnet, sondern eher als Stilmittel im 4-1-3-2 sieht, das tut der Hertha gut. Oft lässt sich die alte Dame im 4-4-2 Mittelfeldpressing etwas zurückfallen und macht eben dort Druck, kann so auch mal Umschaltmomente kreieren und bleibt hinten einfach nicht so leicht zu überwinden. Wer mich schon länger kennt, wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass ich immer sehr kritisch auf Christian Fiel geblickt habe.
Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich ihn für den richtigen Trainer halte, denn ich sage es hier gerne immer wieder, auf dem Niveau zweite Bundesliga hat er kein einziges erfolgreiches Jahr spielen können. Und auch jetzt ist die Hertha klar unter den Erwartungen. Vielleicht ist die Ausgangslage nicht so schlecht, aber das ist ein Top-3-Kader der Liga und kann sich vermutlich von der individuellen Qualität nur mit Köln und dem HSV messen. Die zweite Bundesliga ist ein sehr umkämpftes Pflaster und wie schon erwähnt, die Hertha muss eigentlich so früh wie möglich nach oben, um den finanziellen Schaden, den man jetzt auch in diesem Jahr gerissen hat, abzuwenden. Ich sehe noch viele taktische Probleme, aber ich sehe, dass Christian Fjeld zumindest arbeitet und versucht, Lösungen zu finden. Zeit hat er auf jeden Fall verdient. Auch wenn ich skeptisch bin, auch wenn ich Kritiker bin, es entwickelt sich schon viel in eine gute Richtung. Natürlich richtet sich meine Kritik auch dagegen, dass seine Taktik aktuell, seine Ausrichtung, das, was die Hertha spielt, sehr auf Einzelspielern zurechtgeschnitten ist. Aber irgendwie ist das ja auch logisch und ich glaube, solange man Erfolg damit hat, ist es ja auch irgendwie egal. Ich bin gespannt, ob man diese positive Entwicklung fortsetzen kann. Ob man sich wirklich oben reinschieben kann oder die Nerven versagen, wenn es dann so richtig wichtig wird. Aktuell wäre es möglich, durch drei gute Spiele ganz an die Spitze vorzustoßen. Und das kann man der Hertha zutrauen, die mich in den letzten Wochen immer wieder positiv überrascht hat. Gerade vor dem Braunschweig-Spiel, nach Elversberg, nach Schalke war ich fast bereit, den Abgesang auf Fjeld zu starten und das Projekt schon wieder zu schließen. Jetzt hat er bewiesen, dass er es anders kann. Er hat bewiesen, dass er die Mannschaft weiterbringen kann, dass er auch ein bisschen flexibler ist und nicht mehr so dogmatisch. Und genau das gefällt mir. Also abwarten, im Winter bewerten, in der Rückrunde bewerten und dann schauen wir mal, ob die Hertha das Potenzial, was man prinzipiell hat, dauerhaft auf den Platz bringen kann. Und falls man nicht aufsteigt, dann droht im nächsten Sommer ja ein Ausverkauf. Da sind einige Spieler dabei, die garantiert kein nächstes Jahr zweite Bundesliga spielen werden. Fabian Reese, wenn er in Topform zurückkommt, einen Kabovnik sehe ich mittelfristig in der Bundesliga. Mikael Cuisance hat in der zweiten Bundesliga auch überhaupt nichts verloren. Und auch junge Spieler, wie zum Beispiel Linus Gechter, der in diesem Jahr ganz gut gestartet ist, oder ein Tjaak Ernst hinten im Kasten, sind wohl auch Leute, die sich mittelfristig eine Liga höher orientieren wollen. Ich bin ultra gespannt, wie es weitergeht. Und mich würde auch mal interessieren, wie deine Meinung ist. Glaubst du, Fiello ist der Richtige? Glaubst du, die Hertha steigt auf? Oder denkst du, das Projekt wird scheitern und die Hertha wird sich dauerhaft im Mittelmaß der zweiten Bundesliga einpendeln? Schreib das doch gerne in die Kommentare, bleib dabei fair und leg deine Argumentation doch gerne ein bisschen ausführlicher dar. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es gerne, damit es auch die Hertha-Bubble erreicht und bewerte es doch auch mit einem Daumen nach oben. Natürlich kannst du diesen Kanal hier abonnieren, wie gesagt, so 75% der Leute, die die Videos schauen, haben das nicht gemacht. Wenn man jetzt bedenkt, dass das eine riesige Zahl ist und mir natürlich sehr weiterhilft, dann wäre ich dir doch sehr dankbar. Schau auch mal bei unserem Podcast Erste Liebe, Zweite Liga vorbei, fast 5 Sterne auf Spotify, denn wir sind ein super geiler Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, wunderschöne Woche euch und tschüss!